Oh mein Gott, Leute, ihr wisst. Ich hab voll Panik vor Horrorspielen. Ist das euer Ernst? Wahrscheinlich suche ich nach zerstückelten Kinderleichen oder sowas wahrscheinlich. Oh Gott, ich glaube, ich bleibe im Licht. Okay, jetzt da sind die Kinderleichen wahrscheinlich. Ne? Lebkuchenhaus ist es schon mal nicht. Wenn da irgendwas Gruseliges passiert, ich raste aus. Oh, bitte nicht! Die Taste für die Schrotflinte müsst ihr mir noch sagen. Oh oh. Oh oh. Ja, war doch klar, ja. Leute! Oh, ich hab Hände. Oh mein Gott! Das ist nicht euer Ernst! Ist aber nicht so spannend. Haben wir eine Taschenlampe beschlagen? Geht es? Nee. Okay, mal hier. Eigentlich will ich mich hier gar nicht umdrehen, ne? Weil das normalerweise drin endet, dass der Kopf abgeschlagen wird. Ich bin nicht schreckhaft. Ich zitter schon vorher. Ey, die Kinder können mich jetzt mal, ich sammel Pilze. Ja, genau. Das war jetzt garantiert nicht die Oculus Rift. Ich zitter schon. Und ich führe Selbstgespräche, damit ich mich nicht so aufreg. Ah! Markus! Jetzt bin ich erschrocken. Ah! Ich hasse euch! Die Musik macht's nicht einfacher. Ah, fuck, da, ich wollte doch nicht erschrecken. Ich will nicht mehr. Macht nichts, sind nur Kinder. Sind nur Kinder. Schlimmstenfalls schlagen sie mich in der U-Bahn zusammen. Das Licht, das Licht, da gehen wir hin, das Licht. Warum sind es eigentlich immer Kinder? Ich habe das Gefühl, dass das Haus beim zweiten Mal nicht besser wird. Okay. Ist ein hübsches Mädel. Ich hasse Horrorspiele.